Preisverfall auf der einen, gestiegene Betriebskosten auf der anderen Seite machen die Rechnung für Schweinehalter wie Dietrich Pritschau so einfach wie kompliziert. Aufzucht und Vermarktung mittlerweile ein Minusgeschäft. Die Lage hat sich jetzt verschlimmert, weil das Futter eben immens teuer geworden ist. Lohnkosten sind noch gestiegen, Energiekosten sind am Steigen. Insofern geht die Rechnung heute überhaupt nicht mehr auf und wir machen eben einen Verlust von 25, 30 Euro pro Mastschwein. Gerade einmal 1,30 Euro pro Kilogramm bekommen Schweinehalter derzeit. Eine Preisentwicklung, die von den 750 Betrieben im Laufe eines Jahres rund 100 zum Aufgeben zwang, weiß Landwirt Pritschau, der gleichzeitig auch Vorsitzender des Schweineausschusses im Bauernverband ist. Das ist in erster Linie Corona-bedingt. Wir haben wirklich einen massiven Rückgang im Schweinefleischverzehr. Die Fußballspiele fallen aus, Karneval, Weihnachtsmärkte fallen aus. Insofern haben wir ein Überangebot und ja, der Preis ist zusammengebrochen. Das Landwirtschaftsministerium will diese Entwicklung stoppen, sieht die neue Bundesregierung in der Pflicht. Der Schweinefleischpreis ist im Keller. Die Betriebe in Schleswig-Holstein haben eine schwere Zeit. Neben einer aktuellen und konsequenten Prävention vor der afrikanischen Schweinepest wird es Zeit für eine neue Landwirtschaftspolitik auf Bundesebene. Bis die auf den Höfen ankommt, wird es noch dauern. Pritschaus Sohn Jasper hat deswegen im vergangenen Jahr einen neuen Weg eingeschlagen. Er züchtet Strohschweine als Alternative zur unsicheren Situation in der konventionellen Haltung. Wenn kein Druck ist, dann gibt es keine Veränderung. Never change a running system. Aber eben weil die Gesellschaft und die Politik aus verschiedenen Gründen, Umweltschutz, Tierschutz, Tierwohl, einen Umbau der Tierhaltung fordert, müssen wir natürlich zusehen, dass wir auch mit umbauen. Damit sich der Mehraufwand lohnt, müssen höhere Preise erzielt werden. Ob das auf Dauer gelingt, ungewiss. Die Alternative zum Verlustgeschäft scheint derzeit nur das Aufgeben.